Und zugeschaltet aus Ra'anah, direkt bei Tel Aviv, ist Jenny Havemann, Unternehmerin für deutsch-israelische Beziehungen. Frau Havemann, wie haben Sie denn die vergangene Nacht erlebt? Es sollen ja die heftigsten Bombardements seit Beginn der Eskalation gewesen sein. Ja, bei uns gab es gestern Gott sei Dank keine Sirenen, aber wir waren, gestern war Schabbat und wir haben an Schabbat keine Telefone, keinen Fernseher an. Das heißt, wir waren hier auf dem Spielplatz. Nach 2 Tagen haben wir uns so langsam getraut, wieder auf dem Spielplatz vor der Tür zu gehen, wo ich jetzt auch gerade stehe. Und plötzlich haben wir ganz viele Explosionen gehört und es war klar, dass es irgendwo im Zentrum von Israel stattfindet, also in der Nähe von Tel Aviv. Wir sind ein bisschen nördlicher, bei uns gab es keine Sirenen, aber wir haben die ganzen Explosionen am Himmel gehört und auch gesehen. Wir haben gesehen, dass viele Raketen eben vom Iron Dome abgeschossen wurden und sind dann ganz schnell, also der Spielplatz war innerhalb von irgendwie wenigen Sekunden dann leer, weil die Leute natürlich Angst hatten, dass bei uns auch die Sirenen losgehen. Unsere Kinder sind gestern wirklich mit Tränen eingeschlafen, weil sie Angst hatten, dass wieder Sirenen kommen und wieder Raketen auf uns geschossen werden. Und die Nacht war Gott sei Dank ruhig. Also es war dann um 12 haben wir mitbekommen, dass auch wiederum Tel Aviv auf Tel Aviv geschossen wird. Bei uns gab es Gott sei Dank keine Sirenen. Wir waren aber wirklich schon langsam nach diesen ganzen Tagen, wie Sie ja gesagt haben, wirklich schon mit den Nerven am Ende und unsere Kinder auch. Vor dem Hintergrund des stetig wiederkehrenden Sirenengeheuls, inwiefern hat sich da in den vergangenen Tagen das Leben in Tel Aviv bzw. in ganz Israel verändert? Das muss ja eine enorme psychische Belastung sein. Ja, das ist durchaus eine psychische Belastung. Also natürlich auch haben natürlich auch die Menschen Angst. Aber ich bekomme mit, dass vor allem Eltern Angst haben, weil die Kinder das natürlich sehr, sehr mitnimmt und sie das auch, gerade wenn sie ein bisschen kleiner sind, nicht ganz nachvollziehen können, was gerade los ist. Unser Mittlerer, der ist 6, der hat auch immer wieder gefragt, warum schießen sie auf uns, warum schießen sie auf uns? Und das ist natürlich dann auch schwer zu vermitteln. Wir versuchen den Kindern zu vermitteln, dass wir eben beschützt werden von Iron Dome. Es werden auch durch Kindergärten und Schulen so kleine Filme dann geschickt über WhatsApp, die dann versuchen, den Kindern das so ein bisschen nahe zu bringen. Aber das zerbricht natürlich so ein Elternherz, natürlich, wenn die Kinder Angst haben. Die Schulen und Kindergärten sind seit Mittwoch in Israel zu. Die Arbeit findet auch nicht so wirklich statt, gerade wenn man jetzt Kinder zu Hause hat. Also ich weiß nicht, ob jemand, kenne niemanden, der irgendwie jetzt ganz normal zur Arbeit geht. Dazu kommt natürlich auch, dass ja die ganzen Auseinandersetzungen in israelischen Städten gerade stattfinden. Und ich habe eine Freundin in Lod, mit der ich immer wieder regelmäßig schreibe und frage, wie es denen geht. Und sie sagt schon, dass die natürlich Angst haben, überhaupt aus dem Haus zu gehen, weil die ganzen Ausschreitungen auf der Straße seit Tagen eben andauern. Und wiederum ein arabischer Israeli, der ein Freund von uns, der in Jaffa lebt, sagt, bleib bloß weg von Jaffa, was schon irgendwie wehtut, weil das ist, man ist ja, Israel ist ja relativ klein, also man trifft sich auch in Tel Aviv, in Jaffa, auf einen Drink und man traut sich gar nicht mal wirklich irgendwie, also nicht mal auf den Spielplatz zu gehen und das tut schon weh. Jenny Havemann, vielen Dank für diesen eindrucksvollen Bericht aus Israel. Dankeschön.